Heil- und Kräuterbeete, speziell für die Pfefferminze. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Pflanze entdeckt. Die ist richtig schön gewachsen und die werde ich mir jetzt ausgraben. Ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt diese Pfefferminzpflanze ausgegraben aus meinem Garten. Wenn man jetzt einfach sieht, wie groß die Wurzel ist, das heißt, die fängt hier an und hört hier auf. Und wenn man die jetzt umlegt, erkennt man auch wieder die heilige Geometrie von der Länge her. Hier ist ein Stück von der Wurzel abgebrochen. Das macht aber nichts, das heißt, zum Einpflanzen ins heilen Kräuterbeet zu Hause wird die einfach gekürzt. Ja, ein wunderschöner Tag, Gartentag, geht dem Ende zu. Dort hinten geht die Sonne unter. Und dann entsteht immer in mir ja, Friede, Freude. Und ich möchte hiermit das Video abschließen. Heil- und Kräuterbeete für die Pfefferminze. Und ja, geistige oder spirituelle Bedeutung von der Pfefferminze ist, die bringt Licht in, ja, sagen wir mal, in uns gibt es manchmal so Wutgefühle, die so ein bisschen unerschwellig laufen, für die es auch nicht unbedingt so eine Lösung gibt. Und meistens entsteht diese unerschwellige Angst in Gruppen, Menschengruppe, warum auch immer. Vielleicht gab es vorher ein Schlichtungsgespräch oder sind ein bisschen die Fetze geflogen oder es sind eigene Themen, die nach oben kommen. Und es ist immer schön zu beobachten und so alles, was mit Gruppen zu tun hat. Es ist auch im Kindergarten gibt es auch Pfefferminztee. Das wissen wir jetzt auch, warum das geistig gesehen dort auch getrunken wird. Genau aus dem Grund, vielleicht haben sich einfach die Kinder ein bisschen gestritten und der eine ist noch ein bisschen ist halt traurig und der andere ist wütend oder was auch immer. Und um diese Gefühle zu klären und zu lösen, trinkt man Pfefferminztee. Und das ist die geistige, spirituelle Bedeutung von der Pfefferminze. Ja, körperliche Ebene. Auf der körperlichen Ebene wirkt das als Heilkraut in der Verdauung. Das heißt einfach, das ist auch sehr, hat eine antiseptische Wirkung. Das killt auch Bakterien, was auch immer Bakterien sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt einfach, es tut so ein bisschen das Milieu
auch Reiniger, Desinfizierer. Und es sieht wie folgt aus, zum Beispiel, wenn man viel gegessen hat, ein bisschen über den Hunger, und dann kaut man ein, zwei Blätter Pfefferminze frisch oder brüht sich die auf wie so ein AT oder Sud, und dann ist es wunderbar, weil das löst dann auch diese Fressattacke, die sich dann im Magen absetzen. Davor ist es zum Beispiel gut. Es ist sehr verdauungsanregend und sorgt auch einfach, wenn man Darmbeschwerden hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderbaren Herbst. Es ist jetzt Hauptherbst. Da geht nicht mehr lang, dann gehen wir in den Spätherbst hinein. Und dann ist Winterbeginn. Und ja, ich freue mich einfach über jede Jahreszeit. Es gibt im Garten auch noch viel zu tun. Mit zum Beispiel der Rasen zu schneiden, zu mähen, dann zu kalken. Die Ställe, die praktisch ausgedörrt sind durch die Sonne vom Sommer, die werden dann durch so Erd-Samengras-Samenmischung ersetzt. Vorher wird das ein bisschen aufgezackelt. Dann kann man das auch düngen mit dem biologischen Dünger oder halt einfach mit Kompost. Und so gibt es einfach noch ganz viele Arbeiten, die einfach nur Freude machen im Garten, die entspannend sind, die dafür sorgen, dass man entschleunigt wird und dass das Ganze einfach wunderbar endet, so wie bei mir jetzt. Es war sehr arbeitsreich und ja, super. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, bis bald.